Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel Problemlösen mit der Binomialverteilung. Und heute lassen wir mal den Einstieg weg, kommen direkt zur Regel, beziehungsweise zu was, was ihr euch merken könnt. Gut, in der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten einer binomial verteilten Zufallsvariable gehen drei Werte ein. Zum einen die Anzahl n, die Trefferwahrscheinlichkeit klein p und die Anzahl der Treffer, das wäre r. Und es ist jetzt so, dass es generell drei Typen von Problemstellungen gibt, die euch auf dem Abitur begegnen können. Und die wollen wir euch heute mal ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar beim ersten Typ, da ist die Anzahl gegeben, n, die Trefferwahrscheinlichkeit klein p und die Anzahl der Treffer, r. Und gesucht ist dann diese große Wahrscheinlichkeit, groß p. Und wie man das macht, naja, das wisst ihr schon im letzten Video, man nimmt einfach die Bernoulli-Formel. Gut, die anderen beiden, die sind wirklich neu. Und zum einen wäre die Trefferwahrscheinlichkeit gegeben, die Anzahl der Treffer gegeben und wir wissen schon die Wahrscheinlichkeit, die rauskommen soll. Und wir müssen sagen, für welche Anzahl, also für welche Länge der Bernoulli-Kette geht das Ganze eigentlich. Das besprechen wir heute in Aufgabe 1. Und der dritte Typ ist, dass die Anzahl gegeben ist, die Anzahl der Treffer auch gegeben sind, die Großwahrscheinlichkeit auch gegeben ist, aber gesucht ist die Trefferwahrscheinlichkeit, klein p. Das besprechen wir heute auch sehr ausführlich in Aufgabe 2. Gut, wird sich das Ganze jetzt nicht auch für einen Vokabeltest eignen? Oh, nein. Nein. Ein ganz klein? Nein. Nein. Definitiv kein? Nein. Gut, kein. Kommen wir zu einer ersten Aufgabe. Wie oft muss man mit einem idealen Würfel mindestens würfeln, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90% mindestens zweimal eine 6 zu würfeln? Wow, das waren jetzt einige mindestens. Klären wir erstmal, was ist denn ein idealer Würfel? Also ein idealer Würfel, der kann die Zahlen von 1 bis 6 würfeln und jede Zahl hat die Trefferwahrscheinlichkeit ein Sechstel. Und hier geht es ja, dass man eine 6 würfelt. Das heißt, es ist wieder ein Bernoulli-Versuch, oder? Genau, weil die Wahrscheinlichkeiten sind gleich, es ändert sich nichts bei Wiederholung, also können wir diese Standardsachen notieren, die wir immer notieren müssen, wir erinnern uns an das letzte Video, also x Doppelpunkt und so weiter. Und das probiert ihr jetzt mal selber. Und was man da stehen schreiben sollte, seht ihr in 3, 2, 1. Gut, unser Groß X zählt die Anzahl Sechsen. Groß X ist binomial verteilt mit klein p gleich ein Sechstel. Und was wir jetzt noch zusätzlich hingeschrieben haben, ist, dass n, klein n, gesucht ist. Hier steht ja auch eine Aufgabenstellung, wie oft muss man eben werfen, also n ist gesucht. Okay, wo kommt denn jetzt diese Trefferwahrscheinlichkeit p gleich ein Sechstel her? Gut, das ist die Trefferwahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine 6 würfel? Ah, okay, da muss man nämlich aufpassen, das ist durch den Würfel in der Aufgabenstellung gegeben, dass man nicht aus Versehen die 0,9 aus der Aufgabenstellung nimmt, also die hinter den 90% stecken, denn die haben nichts mit der Trefferwahrscheinlichkeit zu tun. Was die zu tun haben, das schauen wir uns mal langsam Schritt für Schritt an. Zunächst mal steht oben ja drin, wir haben die Wahrscheinlichkeit, mindestens zweimal eine 6 zu würfeln. Das kennen wir schon aus dem letzten Video. Mhm, das können wir auch aufschreiben. Also groß P und dann mindestens zweimal eine 6, also x soll größer gleich 2 sein. Groß x könnte 2 sein oder 3 sein oder 4 und so weiter. Wir wissen noch nicht, wie oft. Und über diese Wahrscheinlichkeit wird jetzt ausgesagt, dass sie mindestens 90% betragen soll. Also größer gleich 0,9. 0,9 ist ja 90%. Gut, das ist jetzt eine Gleichung, die es zu lösen gilt. Unbekannte ist das n, denn wir wissen nicht, für welche Durchführung von n sich dieser Wert so ergibt, dass er größer gleich 0,9 wird. Wir haben leider wieder ein Problem, wir können das wieder nicht so in den Taschenrechner eingeben. Warum? Ja, größer gleich kann unser Taschenrechner nicht, er kann nur kleiner gleich und ist gleich. Hier brauchen wir jetzt mal kleiner gleich, denn wir können das hier, diesen Ausdruck hier links, sehr gut umschreiben in, ja, was mit p, kleiner gleich. Das kriegt ihr hin, probiert's mal, die Lösung gibt's in 3, 2, 1. So, und zwar konnte man das durch das Gegenereignis ausdrücken, nämlich 1 minus p von x kleiner gleich 1. Wir ziehen nämlich die Wahrscheinlichkeit für x gleich 1 und x gleich 0 ab. Und dann kriegen wir dadurch automatisch p von x größer gleich 2. So, das müssen wir jetzt aber so umformen, dass das p von x kleiner gleich 1 alleine auf der linken Seite steht, also Äquivalenzumformungen. Und das bekommt ihr hin. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, die erste Äquivalenzumformung war minus 1, um diese 1 wegzukriegen. Dann steht es so da. Jetzt müssen wir das Minus hier wegkriegen. Na gut, einfach mal minus 1. Und jetzt fällt hier das Minus weg. Hier fällt das Minus auch weg.
Aber es gibt eine Besonderheit, und zwar bei einer Multiplikation oder Division einer Ungleichung mit einer negativen Zahl, dann wird das Ungleichheitszeichen umgedreht. Also aus dem Größergleich wird jetzt ein kleiner gleich. Das heißt, wir suchen jetzt ein n, das die Ungleichung p von x kleiner gleich 1 kleiner gleich 0,1 erfüllt. Und das ist das gleiche n, das auch unsere ursprüngliche Ungleichung oben, nämlich p von x größer gleich 2 größer gleich 0,9, erfüllt hätte. Wir haben es also so weit umgeschrieben, bis wir es mit dem WDR lösen können. Gut, und eigentlich kann man jetzt sagen, diese Ungleichung kann man jetzt nur durch Raten lösen. Ah. Cleveres Raten. Ist ein bisschen doof, aber so ist es. Das heißt, wir müssen jetzt einfach einen kleinen n-Wert annehmen und rechnen dann p von x kleiner gleich 1 aus. Was nehmen wir? Und das nehmen wir einfach für n gleich 10. Okay. Wir haben n gleich 10, wir haben klein p gleich 1 Sechstel, wir wissen, der Wert für x, also das k, soll 1 sein und wir müssen binomial cd nehmen, wegen kleiner gleich. Und damit könnt ihr den Wert von 10 doch einfach mal selber ausrechnen und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, also klein n ist 10. Wir haben die Wahrscheinlichkeit hier berechnet und da kam raus 0,4845. Was machen wir jetzt damit? Naja, das ist leider noch zu groß, denn es soll ja kleiner gleich 0,1 sein. Also müssen wir die Anzahl der n weiter erhöhen. Und da könnten wir jetzt kleine Schritte gehen, aber da ist noch wirklich sehr viel zu groß, machen wir mal einen etwas größeren Schritt nochmal, probieren wir es für n gleich 20. Und das könnt ihr auch gleich wieder selber machen. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, für n gleich 20 haben wir es ausgerechnet. Da ist die Wahrscheinlichkeit 0,1304. Also immer noch zu groß, aber wir sind schon nah dran. Ab hier kann man jetzt sagen, jetzt gehen wir nicht mehr in 10er Schritten, sondern wirklich in 1er Schritten. Das könnt ihr mal selber machen. Also berechnen wir n gleich 21, 22 und so weiter. Und stoppt bei dem Wert, wo es zum allerersten Mal hier kleiner als 0,1 ist. Und die Lösung sind 3, 2, 1. So, wir haben zwei weitere Werte berechnet. N gleich 21 sind es 0,1130. Fast haben wir es erreicht. Und bei 22 0,0978. Und da liegen wir jetzt tatsächlich drunter. Das heißt, die 22 ist unser gesuchter Wert. Wenn ihr da jetzt zufällig drauf gestoßen seid oder direkt von der 20 auf die 22 gesprungen seid beim Ausprobieren, kann ja sein, ihr wolltet Zweierschritte machen, reicht es aber nicht, nur diesen Wert hinzuschreiben. Ihr braucht den 21er. Warum? Ihr müsst diese Grenze finden, also genau da, wo es über diese 0,1 drüber springt. Also hier n gleich 21 und n gleich 22. Weil nur jetzt könnt ihr wirklich sagen, ab n gleich 22, also für mindestens 22 Würfe, gilt das, was hier oben steht. Genau, und es würde auch für 23 gelten und 24 und 25, weil da würde der Wert immer kleiner werden. Das heißt, wir können folgende Antwort aufschreiben. Man muss mindestens 22 Mal würfeln. Okay, kommen wir zur Aufgabe 2. Aufgabe 2. Ein Hersteller von Gummibärchen verkauft diese in Tüten zu je 143 Stück. Wie hoch muss der Anteil roter Gummibärchen in der Produktion sein, damit in einer Tüte mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% mindestens 40 rote sind? Boah, das war wieder mindestens und Prozent und alles ganz langsam. Es handelt sich wieder um eine Bernoulli-Kette. Und das heißt, wir müssen wieder unsere üblichen x-Doppelpunkt und so weiter hinschreiben. Und das könnt ihr mittlerweile, glaube ich, ganz gut und probiert es auch mal. Und was da stehen muss, seht ihr in 3, 2, 1. So, die Zufallsvariable x zählt die Anzahl roter Bärchen. X ist binomial verteilt mit n gleich 143, nämlich der Anzahl der Bärchen. Und das p, also unsere Trefferwahrscheinlichkeit, die wissen wir diesmal nicht, denn die ist gesucht. Was wir wissen, ist, dass es um mindestens 40 rote geht. Das heißt, wir suchen welche Wahrscheinlichkeit? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Groß X größer gleich 40 ist. Also Groß X, die Anzahl roter Bärchen, soll größer gleich 40, also mindestens 40 sein. Gut, und wir wissen auch, wie groß diese Wahrscheinlichkeit sein soll? Mindestens 80%, also größer gleich 0,8. Gut. Das ist wieder wie bei der Aufgabe vorher, das geht im WTR nicht mit größer gleich. Das heißt, auf die gleiche Weise umschreiben wie gerade eben schon, dass am Ende was mit kleiner gleich alleine auf der linken Seite steht. Jetzt machen wir mal einen Rutsch, denkt an das Umdrehen des Ungleichheitszeichens und wir sind sicher, das kriegt ihr hin. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, also wie vorhin haben wir es erst so umgeschrieben, also mit der Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus p von x kleiner gleich 39. Und dann eben minus 1 abgezogen und dann nochmal minus 1. Und wie gesagt, hier dreht sich das Ungleichheitszeichen um.
Gut, jetzt steht hier p von x kleiner gleich 39 ist kleiner gleich 0,2. Und das kleine p ist gesucht. Ja, wie machen wir das? Naja, das geht jetzt im BTR, also p von x kleiner gleich 39. Wir gehen zum BTR, nehmen Binomial CD. Mhm. Wir nehmen für n gleich 143. Mhm. Wir haben für diesen Wert k, für das x, was wir eingeben müssen, 39. Mhm. Was wir nicht haben, ist klein p. Da müssen wir jetzt genauso wie beim n eben einfach Werte raten. Und wir machen das jetzt mal mit einer Nachkommastelle und damit wäre der erste Wert, der klein p annehmen kann, 10%. Also klein p gleich 0,1. Genau, berechnen mal selber diesen Wert, der also für p gleich 0,1 rauskommt, wenn man das hier berechnet. Die Lösung sind 3, 2, 1. Wenn klein p 0,1, also der Anteil roter Gummibärchen, 10% beträgt, dann kommen wir hier, wenn wir das ausrechnen, auf 1 gerundet. Ja gut, ist egal, was rauskommt, aber im Endeffekt, 1 ist ja nicht kleiner als 0,2, nur darum geht's. Gut, das heißt, wir müssen weitersuchen, das macht ihr jetzt mal. Macht mal nacheinander immer p um 0,1 größer, also 0,2, 0,3, 0,4 und so weiter, so lange, bis mal ein Wert rauskommt, der die Bedingung oben erfüllt, also der kleiner gleich 0,2 ist. Und welcher das ist, sehen wir in 3, 2, 1. Drei weitere Werte haben wir, 0,2, 0,3, 0,4. Jetzt schauen wir uns das an. Für 0,2 ist es mit 0,9863 immer noch zu groß. Für 0,3 mit 0,270 immer noch zu groß. Und für 0,4 mit 0,0010, da liegt es jetzt zum ersten Mal drunter. Das heißt, können wir jetzt einfach sagen, wir nehmen klein p gleich 0,4, oder? Ja, nicht ganz. Also ja klar, das ist jetzt hier der erste Wert, der kleiner als 0,2 ist. Aber steht hier oben drin, gibt den Anteil mit einer Genauigkeit von 2 Nachkommastellen an. Und hier haben wir ja nur eine Nachkommastelle. Das heißt, es könnte zwischen 0,30 und 0,4 schon einen Wert geben, zum Beispiel 0,37, für den es zum ersten Mal kleiner ist, dass wir gar nicht bis zu 0,4 gehen müssen. Richtig, genau. Gut, das macht ihr jetzt auch wieder. Fangt am besten an bei 0,31, dann 0,32 und so weiter, so lange, bis zum ersten Mal ein Wert kommt, wo es kleiner gleich 0,2 ist. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Ja, ein Glück, da mussten wir nicht lang suchen. Es war gleich der erste Wert. Bei 0,31 für klein p kommen wir auf 0,1920, liegen damit drunter und haben unsere Lösung gefunden, die folgendermaßen lautet. Der Anteil roter Gummibärchen muss mindestens 31% betragen. Das gilt natürlich jetzt dafür, dass es zwei Nachkommastellen sind. Wenn es mehr gewesen wären, hätten wir es genauer machen müssen. Gut, das war's mit Aufgabe 2. Das war's auch schon mit dem gesamten Video. Im Unterricht machen wir weitere Aufgaben zu diesem doch sehr schwierigen Thema. Bis dahin, tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.